911 starb Ludwig das Kind als letzter Karolinger Herrscher im Osten. Während im Westfränkischen Reich die Karolinger noch bis 987 weiter regierten. Dort folgten auf sie die Kapetinger im entstehenden Frankreich. Die im Ostfränkischen Reich anschließende Herrschaft König Konrads I. aus der Familie der Konradiner gilt als Übergangszeit. Er setzte weiterhin auf karolingische Politik, allerdings konnte er sich gegen die aufständischen Schwaben und Bayern nicht durchsetzen. Sein Scheitern führte zur Übertragung der Königsherrschaft auf den Sachsen, Heinrich I., womit die Zeit der Louis-Dolfinger bzw. Ottonen begann. Das Ostfränkische Reich stand im 10. Jahrhundert vor zwei großen Herausforderungen. Nach außen der Konflikt mit den Ungarn, nach innen die Entstehung der jüngeren Stammesherzogtümer. Als größte Gefahr des 10. Jahrhunderts gelten die Ungarn. Die Urheimat der Magyaren liegt östlich des Urals in Westsibirien. Dann wanderten sie in die Magna Hungaria, die Levedia, das sagenhafte Zweistromland Etelkös, nordwestlich des Schwarzen Meeres und schließlich Ende des 9. Jahrhunderts ins pannonische Tiefland. Der Anführer der Ungarn hieß Arpad, der die Dynastie der Arpaden begründete. Diese Dynastie herrschte in Ungarn bis 1301. Bedeutend für die ungarische und fränkische Geschichte ist, dass es Kaiser Arnulf von Kärnten war, der die Magyaren zu Hilfe rief. Sie griffen Italien an, besetzten nach dessen Tod dann ab 900 Pannonien und fielen 902 dann auch in Mähren ein, woraufhin das Großmährische Reich zerfiel. 907 schließlich vernichtete Arpad das bayerische Heer bei Pressburg. Damit waren die Ungarn endgültig die Gefahr des 10. Jahrhunderts geworden. Die Grenze stellte nun die Enns dar. Damit war die Phase der ungarischen Landnahme abgeschlossen. Raubzüge und Kriegsdienste führten die ungarischen Reiterkriege in den folgenden Jahrzehnten ins Reich und natürlich weiter nach Italien. Maßgeblich bei der Ungarnabwehr war der bayerische Herzog Arnulf I. Er verstärkte die Befestigungen und stellte ebenfalls eine Reitertruppe auf. Da er dafür auch Kirchengut einzog, bekam er den Beinamen der Böse. 909 überraschte Arnulf einen ungarischen Reiterverband bei der Rückkehr von einem Raubzug und besiegte ihn. Danach vereinbarte er mit den Ungarn, dass sie 15 Jahre lang Bayern als Durchzugsland gegen Westen nutzen durften, wenn sie nur das bayerische Volk verschonten. 908 griffen die Magyaren die Thüringer an. 910 folgte eine erste Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg. Durch eine klassische Reiterkampftaktik mit einem Scheinrückzug gewannen die Ungarn überragend. Ein Zeitzeuge beschreibt: Man konnte sehen, wie die Leichen die Heide umher bedeckten. Blut färbte das Wasser der Bäche und Flüsse rot. Wenige Tage darauf kämpften die Magyaren gegen die Franken, deren Herzog fiel. 915 kamen die ungarischen Reiter sogar bis nach Bremen und zur dänischen Grenze. König Konrad I. beschuldigte nun Herzog Arnulf I. von Bayern der Kollaboration mit den Ungarn. Daraufhin floh dieser zu den Ungarn. Mit ihrer Unterstützung konnte er 918 das bayerische Herzogtum wieder gewinnen. König Heinrich I. war ab seinem ersten Herrschaftsjahr 919 mit den Magyaren beschäftigt. Nachdem er einen ungarischen Heerführer gefangen nahm, kam ein Friede zustande. Immer öfter kauften sich Länder mit Tributzahlungen frei. Sehr bewusst wurden in dieser Zeit Vergleiche mit den Hunnen gezogen.